Wir haben hier eine Gleichung, die wahrscheinlich sehr schrecklich aussieht in Ihren Augen. Wir haben drei ineinander verschachtelte Wurzeln. Aus mathematischer Sicht ist sie insofern einfach, weil es gibt einen einzigen Buchstaben x. Ich möchte mit Ihnen zuerst einen Weg durchsprechen, den wir nicht gehen werden. Verschachtelte Wurzeln kann man oftmals miteinander verrechnen. Wenn Sie sowas haben wie Wurzel aus x und daraus die dritte Wurzel. Normale Wurzel ist ja immer Quadratwurzel. Ich könnte jetzt die beiden Wurzelexponenten, heißt es, auf jeden Fall die beiden Zahlen miteinander multiplizieren. 3 mal 2 ist 6 und wüsste deswegen, ich habe sechste Wurzel aus x. Wäre sehr einfach. Warum kann ich das hier nicht machen? Ich kann es nicht machen, weil untere Wurzel immer noch etwas mit einer Strichrechnung verbunden ist, mit Plus oder Minus. Wenn Sie also die oberste Wurzel betrachten, da habe ich dritte Wurzel, unten habe ich erstmal noch irgendeine normale Wurzel mit irgendwas drunter, egal was, und dann aber minus 3. Und dieses Minus, diese Strichrechnung macht uns einen Strich durch die Rechnung. Schön gesagt, gell? Das heißt, ich kann das nicht vereinfachen. Ich kann also die drei Wurzeln nicht zu einer zusammenschreiben oder zu zwei. Also bleibt nur Standardweg übrig. Standardweg heißt, ich betrachte erstmal das ganze Ding und sage, ganz außen habe ich eine dritte Wurzel. Was drunter ist, interessiert mich nicht. Dritte Wurzeln kriege ich immer weg, indem ich beide Seiten der Gleichung hoch 3 rechne. Also habe ich hier die dritte Wurzel weg. Ich habe nur noch die mittlere und die untere Wurzel. Ich habe also hier nur noch stehen Wurzel aus Wurzel x minus 1 minus 2, dahinter minus 3 und drüben 1 hoch 3 gibt 1. Jetzt kommt die 3 rüber. Damit habe ich Wurzel aus Wurzel x minus 1 minus 2 gleich 1 plus 3 sind natürlich 4. Was mache ich jetzt? Ich sehe hier erstmal nur eine normale Wurzel, also ich betrachte nur die äußere. Was drunter ist, ist mir vollkommen egal. Wie kriege ich eine Wurzel weg? Durch Quadrieren. Also quadriere ich, das heißt, diese Wurzel ist weg und ich habe nur noch stehen Wurzel x minus 1 minus 2 und drüben 4 Quadrat gibt 16. Die 2 muss weg. Und da steht nur noch Wurzel aus x minus 1 gleich 16 plus 2 sind 18. Ich habe hier eine Wurzel. Wie kriegt man eine Wurzel weg? Sie werden es nicht glauben. Quadrieren. Also quadrieren wir. Und es steht nur noch x minus 1 gleich 18 Quadrat. Taschenrechner oder im Kopf 324. Natürlich muss noch die 1 rüber. Und dann hat die spaßige Geschichte leider auch schon ein Ende. Schade, gell?